Herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4. Ich habe jetzt das ganze Zeug mal abgelegt. Wir haben jetzt ordentlich Platz im Inventar. Wir haben nur 71 Kilo dabei. Mit unserer ganzen Ausrüstung und so weiter ist es okay. Ich habe auch die Schrotflinte abgelegt, weil wir dafür keine Munition mehr hatten. Die drei Waffen reichen uns auch erstmal, denke ich. Und die Kleidung war leider nicht besser. Hilfsmittel habe ich auch aussortiert. Aber was viel wichtiger ist, wir haben noch ein Level zu vergeben. Ich habe gelesen, gerade eben im Ladebildschirm, dass beim Wiederverwerter, wenn man das skillt, kann man Sachen wiederbekommen. Sprich, zum Beispiel nukleares Material aus Waffen und sowas. Das wäre natürlich richtig optimal. Ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Ob wir das überhaupt schon machen können. Ich sehe es zumindest jetzt hier gar nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Kannibale. Ninja. Bewegliches Ziel. Ah, hier wieder Verwerter. Sparen. Sparen, dann hast du in der Not. Hä? Spare, dann hast du in der Not. Okay. Verwertest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponente wie Schrauben, Aluminium und Kupfer. Ja, und beim nächsten Level, könnte man dann auch nukleares Material bekommen, oder? Schauen wir mal nach. Verwendest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponente wie Schaltkreise, nukleares Material oder Glasfaseroptik. Gegenstände mit favorisierten Komponenten werden markiert. Das ist natürlich sehr gut. Ja, da müssen wir noch ein Level steigen. Aber ich würde sagen, wir machen es, auch wenn wir jetzt so viel vorhaben. Aber wenn wir es dann auf Stufe 2 haben, dann können wir auch zukünftig alle Waffen gut aufwerten, wenn wir alte einfach auseinandernehmen. Also es ist nicht so verkehrt. Das bedeutet, jetzt müssen wir wieder weitere 30 Level steigen, um die Sachen machen zu können, die wir eigentlich machen wollten. Aber wie dem auch sei, wir gehen jetzt hier mal zum Notsignal. Ich speichere mal, da oben ist doch wer. Sieh mal einer an, das sind Supermutanten. Ach du Schande. Ich will den Atem anhalten. Schlechter. Oh oh. So, den hätten wir. Einen von 50. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Steht da schon direkt eine Armee hier vor uns. So, den hätten wir. Den nehmen wir mal direkt auseinander. Damit wir direkt das Zeug haben. Und ich den nicht nachher wieder suchen muss, wie bekloppt. Das ist natürlich doof, wenn wir hier hinter einem Baum stehen. Supermutanten Beast. Ach, die kriegen wir schon. Einen nach dem anderen. Den hätten wir auch. Da ist aber irgendwo noch einer. Ich sehe den nicht. Oh nee, ist auch noch legendär. Oh ne, er ist jetzt mutiert. Hänge ich auch irgendwie gerade fest. Ach, irgendwas bekommen. Ich konnte jetzt gerade in der Eile nicht schauen, was. Den hätten wir auch.
Komm, schießen wir auf den Truck, dann explodiert er. Gut, einen hätten wir dadurch erledigt. Einfach mal versuchen, vielleicht haben wir ja Glück. Sehen einfach nicht. Hab ihn aber dennoch bekommen. Dogmeat, du kriegst jetzt seine Hilfe. Sorry, Kumpel. Puh. Eine Station voller Supermutanten. Das hat uns natürlich noch gefehlt. Aber irgendwer muss ja auch die Paladine ausgelöscht haben. Und wer kommt da natürlich eher in Frage als Supermutanten? Dennoch schauen wir uns hier mal um. Kommt man hier durch den Kanal eventuell da rein? Nein. Wollte lieber nur nochmal gucken, dass wir nicht vielleicht einen besseren Weg gehen könnten. Satellitenstation. Ja, die haben wir erreicht, aber ob das so prickelnd ist, ich wage es zu bezweifeln. Hier finden wir nochmal ein bisschen Munition, Red Skorpionfleisch, noch mehr Munition. Das ist ja das Positive, dass die hier schön alles sammeln, auch wenn es ekelhaft ist, aber... Ach, da oben. Treffe ich den? Ja. Okay, dann gehen wir mal hoch. Und werden den Herren mal einen Besuch abstatten. Komm schon. Treffe ich den überhaupt? Anscheinend ja. Der war aber hartnäckig. Puh. Alter Finne, hier ist aber auch ganz schön viel los hier in diesem Gebiet. Das dürfen wir uns noch alles anschauen. Ach, hier kommt man nicht höher, oder wie? Nee, das ist dann hier das Maximale. Aber dennoch, wenn wir mal schauen, hier irgendwie eine Lager... Ach, eine Lager, eine Hafenanlage. Aber da wollen wir nicht erstmal nicht genauer drauf eingehen, außer es ist dann auf dem Weg dahin, wo irgendwo wir jetzt hinwollen. Untersuche die Satellitenstation. Ja. Notrufsender. Oh. Ah, ich will die Patronen. Hallo. Ich will die Patronen. Mir die Patronen bitte, danke. Und jetzt will ich hier dran. Das hören wir uns natürlich jetzt auch mal an, seine Geschichte der ganzen Ereignisse hier. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie der heißt. Ich Held. Müsste ja auch Ritter noch irgendwas heißen. Nee. Ach Mist, wie heißt er denn jetzt? Wie heißt du? Entschuldigung. Gelehrter Ferris. Okay. Da war ich ein bisschen unaufmerksam. Gelehrter. Hier, Gelehrter Ferris Holoband. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst. Ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles... Oh, oh, alles, was zählt. Okay. Suche nach anderen Notsignalen.
Supermutantenharnisch und 10 mm Patronen. Die Patronen sind natürlich sehr gut, weil wir jetzt auch sehr viel verschossen haben. Wir haben aber noch 400 noch was an Schuss da. Das ist wenigstens etwas. So, dann haben wir hier in der Mitte noch. Da hinten haben wir noch einen Turm. Aber wir haben ja auch noch hier die Wohnwagen. Da möchte ich natürlich auch mal reinschauen. Nichts weiter. Hier hinten ist aber noch was. Ein toter Raider. Auch hier nehmen wir alles mit. 45er Patronen, noch mehr davon. Alles sehr schön soweit. Stimpex, aufbereitetes Wasser. Kommt man hier in den LKW rein? Nein. Dann, was ist denn hier los? Dann gehen wir mal eben hier hoch. Diese Station haben wir hier auch noch. Darf ich mal? Da komme ich wahrscheinlich nicht dran. Nee. Oh, hier komme ich sowieso nicht hoch. Zumindest nicht ohne Jetpack. Mist, da wäre ich auch nicht dran gekommen. Schade. Die Mitte haben wir noch und diese. Das, hallo. Ich hier an dem blöden Stuhl fest. Das Glas nehmen wir noch mit. Und dann schauen wir uns hier mal den Rest an. Was haben wir denn hier noch Schönes? Einen toten Supermutanten. Und ein... Bingo. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuches für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Ja, da haben wir jetzt schon einige von gefunden. Entsperren. Einsteiger. Na, so einsteigerisch war das gar nicht. Dann jetzt. Jetzt, komm schon. Geschafft. 45er Patronen. Gut, das hätten wir... Gehen wir mal hier die Abkürzung runter. Schauen uns hier mal um. Superkleber, das ist auf jeden Fall gut. Aber wir brauchen auch noch mehr Klebeband. Kommen wir da dran? Wahrscheinlich nicht. Da kommt man am manchen einfach gar nicht ran. Dann gehen wir mal zum letzten Turm hoch. Dann wären wir, denke ich mal, soweit fertig hier. So viel gab es dann doch nicht zu entdecken. Erstaunlicherweise. Ach, Dogmeat. Er ist wieder irgendwo runtergefallen. Das sieht mir ja gar nicht so sicher aus. Nein, nein! Genau deswegen. Verdammt, ich mache es doch Dogmeat gleich und springe auch runter. Hier kommen wir gar nicht lang, das heißt, wir müssen wieder außen rumlatschen oder wir gehen einfach hier durch. So. Versuch Nummer 2. Jetzt wird es uns doch gelingen, da entlang zu gehen, ohne runterzufallen. Heilen sollte ich mich vielleicht auch mal. Da kommen wir so... auch nicht dran, ne? Doch, da kommen wir dran. Ein Schienbein, wie schön. Absolut wunderbar. Ich wollte schon immer mein Schienbein sammeln. Hier haben wir den Herren mit dem Raketenwerfer. Dogmeat fällt wieder runter in der Beinrüstung. Ein Fatman. Und ein Power-Rüstungsgestell. Na gut, kann man mal alles mitnehmen. Ist ja nicht ganz so verkehrt. Aber dann haben wir auch diese Station soweit fertig. Sieht zumindest fertig aus. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir gehen auf Datenaufgaben. Die verschollene Suche nach anderen Notsignalen. Ja, wir haben aber jetzt hier keine weiteren Notsignale erstmal. Aber er hat ja erwähnt... Warte, wir hören noch mal rein.
Nein, wo war es denn jetzt hier? Diverses. Und dann hier. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles... Oh, alles, was zählt. Zum Bunker im Norden. Aufklärungsbunker Theater vielleicht? Nordhagen Beach wäre das nächste. Wir gehen aber jetzt erstmal dahin und sagen auch mal von wegen, dass wir da die Ghule vernichtet haben. Das müssen wir auch noch machen. Hätte ich schon fast vergessen. Das machen wir nämlich mal eben. Und dann können wir mal zum Aufklärungsbunker danach. Wenn wir jetzt hier nicht wieder einen neuen Auftrag bekommen. Diese Ghule erledigen? Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Sehr gut. Sprich mit Preston Garvey. Ja, das machen wir bei Zeiten. Jetzt können wir aber hier natürlich auch alles mitnehmen. Wieder eine weitere Siedlung. Siedlung 585 Millionen und 6, die wir jetzt hier haben. Ja. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ja, das kann durchaus sein. Dennoch plündere ich jetzt mal alles für euch, damit ich den ganzen Schrott wiederum hier reinlagern kann. Dann habt ihr schon mal eine Grundausstattung. Natürlich muss ich dann auch wieder so rumgehen und alles beseitigen. Das ist natürlich alles so nervig, aber es muss sein. Wir wollen ja alle Siedlungen befreien. Wir wollen alle Siedlungen in Sicherheit wissen und wir wollen natürlich auch, dass Boston und Umgebung wieder im Glanze aufersteht, zumindest soweit es geht, wollen wir das dann erreichen. Und das ist der Anfang, jede Siedlung Schritt für Schritt zu durchsuchen, den Leuten zu helfen, das versuchen wir natürlich. Aber das ist natürlich auch sehr aufwendig. Dessen bin ich mir natürlich auch bewusst. So, da haben wir nichts weiter. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Das wäre das Gebäude. Ach Gott. Gut. Das kann weg. Das kann weg. Das kann alles weg hier. Der ganze Müll, den brauchen wir nicht. LKW können wir leider nicht verschrotten. Wir wollen jetzt hier auch ein bisschen Platz reinkriegen. Hätte ich rein theoretisch lassen können, aber egal. Wie gesagt, die brauchen ja auch das Material. Hier ist sogar recht groß. Vom Platz her. Was ja auch nicht so verkehrt ist. So. Ach, hier meine Betonziegel. Was? Diesen Haufen hier kann ich nicht wegmachen? Komisch. Hier auch nichts. Gehen wir nochmal hier außen rum. Kisten. Aber ich glaube, dann sind wir soweit auch fertig damit. Ja, ja, ich weiß, Q gedrückt halten. Ach nee, fertig sind wir noch nicht. Hier noch. Das können wir nochmal eben entfernen. Den Kram. Nein, will ich nicht lagern. Kann ich hier ruhig lassen. Da gucken wir gleich mal nach ihren Bedürfnissen. Dass wir ihnen da auch helfen können. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, ja. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Fängt das jetzt schon wieder an? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, ich muss weiß. Jemanden darauf ansetzen. Lass mich doch nur die Sachen nehmen. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Das hast du jetzt schon 500 Mal gesagt. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, ja, ist ja gut. Machen wir. Wir müssen erstmal auch Leute rankriegen hier.
Kannst ja nicht direkt hier deine Forderung stellen. Gerade als die Siedlung erobert, Mensch. So. Schutz brauchen diese Leute. Das ist natürlich auch A und O unserer Mission hier. Keramik brauchen wir. Habe ich hier überhaupt Keramik dabei? Ich mache mal Tee und dann gucke ich mal nach. Ich glaube nicht, dass wir Keramik... Nein, haben wir natürlich nicht. Aber hier war ja noch eine Toilette, die sowieso kaputt ist. Wo war sie denn da? Verwerten. Jawohl. Und jetzt haben wir auch Keramik. Dadurch können wir den Generator bauen. Ich habe es immer, dass ich die Sachen ganz gerne auf dem Haus stellen will. Ich weiß auch nicht warum. Finde ich irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Schaltkreise, Kristall, Keramik. Na toll. Also hat sich gar nicht gelohnt. So, können wir denn vielleicht noch einen Geschützturm machen? Geht das? Ist das möglich? Nein, geht auch nicht. Wir haben keine Zahnräder. Wir haben einfach gar nichts. Dann haben die Bewohner hier erstmal, so leid es mir tut, Pech gehabt. Dann ziehen wir erstmal weiter. Aufklärungsbunker Theater. Da gehen wir mal hin. Vielleicht finden wir dort die Paladine. Und dann haben wir dann das mit den Notsignalen gelöst. Eventuell. Er sagt, er geht in Richtung Norden zum Bunker. Wir treffen uns da. Oder ihr seid da in Sicherheit. Braucht das Passwort. Das Passwort haben wir leider nicht. Ich denke mal, dass hier eventuell auf dem Weg in Richtung Norden von diesem Gebiet hier irgendwo dazwischen werden wir noch was finden. Das ist aber jetzt erstmal zweitrangig. Wir gingen jetzt zum Nordhagen Beach. Da wollen wir jetzt als nächstes hin. Dann haben wir diese Mission dort abgeschlossen. Können dann alle Missionen abgeben. Schauen nochmal drüber, was wir so haben. Und wenn wir da nichts mehr im Umkreis haben, gehen wir zu Diamond City. Und wenn wir in Diamond City waren, kriegen wir eh wieder 1 Million Aufträge. Tausende Sachen, die wir machen können, müssen, wie auch immer. Und danach können wir dann den gesamten Nord mal abschließen. Aber erst dann, je nachdem, wie es jetzt hier mit den Quests verlaufen wird, müssen wir mal sehen. Da kann ich noch nichts zu sagen. So, jetzt habe ich aber hier schon wieder mehrere... Da müssen wir hin. Mehrere Punkte auf der Karte. Da kommen wir nämlich gleich auf die Hauptstraße. Gehen wir mal von diesem Ort hier auf die Hauptstraße. Bietet sich ja an. Dürfte doch dann... Oder ist die Hauptstraße das da oben? Ah, das da oben ist die Hauptstraße quasi. Naja, wie dem auch sei. Kühlschrank. Was hatten wir eigentlich für eine Spezialwaffe gefunden? Das interessiert mich ja immer noch. Wir hatten nämlich eine gefunden, und zwar eine Rohrzange. Das ist natürlich absoluter Quatsch, weil ich werde ja nicht mit einer Rohrzange rumrennen. Dazu, dazu sind wir einfach zu gut ausgerüstet jetzt. Um so einen Quatsch mitzumachen. Sind ja Gude drin. Oben. Gude. Ach, Wader. Wer hätte das gedacht? Ich speichere mal. Oh. Da draußen ist wer. Wir sind sogar eine Menge Wader. Zeig dich. Los, wenn du dich traust. Eine Menge Wader. Lass mein Hund in Ruhe, du blöder Blecheimer.
wo? Die Mausen sind anscheinend noch mehr. Oh, 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 oh. Oh, oh. Weißt du was? Spiel damit. So, und jetzt kriegst du nochmal eine Ladung hiervon ab. Ich will jetzt sagen, ich treffe hier die ganze Zeit nicht. Geht doch. Alter, nochmal. Hier, Dogmeat. Komm schon. Erstmal kurz heilen. Kurz die Situation hier ausnutzen. Nichts Fertiges. Eichhörnchen am Stielkram und hier Blanco and Cheese. Da sind auf jeden Fall noch mehr. Mist, hier kommen wir gar nicht rum. Shit, eine Sackgasse. Ja, ja, ich mach's gleich kurz und schmerzlos. Dann schieße ich all eure Köpfe ab. Aber in der Zwischenzeit kann ich hier auch nochmal eben plündern. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Sofern es hier irgendwie was zu plündern gibt, was interessant ist. 10mm Patronen. Nehmen wir alles mal mit. Hier geht es sogar noch höher. Den Pümpel nehmen wir mit. Und sonst noch etwas? Geht es so nach unten? Unten wollen wir eben auch mal schauen. Kartoffelchips. Den wollte ich mal eben beseitigen, weil die spielen ja ganz gerne immer so Radiosongs ab und die können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Nein, du darfst da bleiben, wo du bist. Du darfst... Ich hasse das manchmal. So, das haben wir hinbekommen. Psycho. So, jetzt gucken wir mal oben nach. Allgemein gibt es ja hier wahrscheinlich viel Widerstand. So sieht es zumindest bisher aus. Es ging noch höher und zwar... Na, ging es nicht. Okay, dann haben wir schon das Beste gesehen. Dann können wir hier wieder raus. Was haben wir denn hier für eine Blechhütte? Bisschen Müll zum Plündern. Ansonsten war es das hier auch. Da waren wir gerade drinnen. Hier waren wir auch schon drinnen. Was? Doch nicht dein Ernst, wieso taucht denn hier auf einmal eine Todeskralle auf? Ein Überraschungsbesuch also. Ich verstehe. Nein, lass mich los. Oh. Sule kann schneller schießen. Auch wenn sie nicht so viel Schaden macht, aber... Boah, die das ganze Auto einfach weggeschlagen. Wo ist der kleine Wichser hin? Ich war gerade unter dem Auto begraben. Hallo, hier bin ich. Noch mehr Raider von da. Mann, Mann, Mann. Was für eine Action hier. Nein, keine Granaten. Ja, kommt doch, zeigt euch, ihr Feiglinge. Bei der Beach-Station sind wir also. Ach, nee.
Komm schon. Hier explodiert irgendwie alles. Das werden wir ja sehen. Komm jetzt rein. Oh. Er hat mich schon erwartet. Sehr schön. Jetzt zu seinem Kollegen. Hallo. Oh, einmal auf den Arm, ja auch nicht schlimm. Puh. Mein Gott, was für eine Action hier. Erst Raider, dann irgendwie noch eine Todeskralle und überhaupt alles explodiert hier. Alles irgendwie überraschend. Auch wir sind jetzt mal wieder überladen. Das ist natürlich alles andere als schön. Aber muss ich jetzt gerade mal durch. Weil bei dem ganzen Krempel, den wir hier wahrscheinlich finden können. Zumindest ein bisschen was haben wir ja schon gefunden. Wir haben noch lange nicht alle Häuser hier gemacht. Und das alles nur, weil wir zu diesem Beach wollen. Oder eher gesagt müssen. Weil die Aufgabe uns dorthin führt. Aber auch mal eine ganz andere Location hier. Aber dennoch haben wir ja gut was abbekommen. Und hier ist ja auch irgendwie alles explodiert. Blöde Lampe. Da gucken wir gleich auch mal nach. Da unten liegt auch noch ein totes Tier. Das Jet würde dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Es sind also noch mehr hier. Was ist das denn? Toter Hai? Hey, halt mal kurz die Klappe, ich hab was gehört. Ich hab dich gesehen. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Ja, zeigt euch. Scheiße, was war das? Endstation. Das wird nicht lang dauern. Na super. Gut, dann regeln wir... Scheiße. Dann regeln wir das halt anders. Das gucke ich mir gleich genauer an. War es noch nicht. Einer lebt noch. Na, so kommen wir da nicht dran. Dann gehen wir mal hoch. Wenn ich denn da hochkomme. So. Die hätten wir auch. Dogmeat. Hier ist Dogmeat. Handeln wir mal. Du kriegst jetzt eine Menge Zeug von mir. Tut mir leid, Freund. Gott, ey, hier ist ja wirklich eine große Raider-Küstenstadt. Schon nicht ganz ohne hier. Ich meine, wir kriegen es ja hin. Wir haben es immer hinbekommen und das wird uns jetzt auch nicht aufhalten, aber unsere Rüstung hat schon gut was abbekommen. Einmal zu viel getrunken. So, jetzt will ich hier mal gucken. Diesen Hai. Was ist das denn? Ist ja kein normaler Hai. Oder ist das ein Delfin? Oder war das mal ein Delfin? Mutierter Delfin? Ich habe keine Ahnung. Man weiß ja nie, was hier rausgekommen ist nach der ganzen nuklearen Verstrahlung. Auch für die Tiere war das Ganze nicht ganz ohne. Tote Fische. Überall Fischkadaver.
Na gut, wir schauen uns mal weiter um. Da ist auch noch irgendwas. Mein Gott, dieser Ort ist größer als erwartet. Raider-Plünderer. Hier finden wir auch noch was von irgendjemandem, das gehören. Wahrscheinlich die Dame, die da um die Ecke gelugt hatte. Eingebrochenes Stück vom Steg. Wir umrunden das Ganze nochmal. Weil ich auch alles hier erkundet habe. Und wir diesen Ort für abgeschlossen erklären können. Aber dahin ist nichts mehr. Müssen wir jetzt nur noch da vorne in der Seitengasse gucken, wo wir den, wo wir die Todeskralle hatten. Ich glaube, dass da auch noch ein, zwei tote Raider waren. Könnte sein, ich kann auch mal hier eben Zeug ablegen. Da drin. Dann läuft das Ganze auch ein bisschen besser. So, und dann noch ein bisschen hier von den ganzen Krempel. Raketenwerfer, Schlagringe. So, das reicht erstmal. Dann gucken wir uns jetzt hier genauer um. Vor allem auch hier vorne. Es wurden ja die ganzen Granaten geschmissen und alles. Und wir waren ja nur noch auf der Flucht, aber was genau war hier? Briefkasten, wo nichts ist. In diesem Haus hier waren wir auch noch nicht. Oder? Doch. Süßkuchen. Waren wir jetzt hier oder waren wir hier nicht? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Doch, hier bin ich nach oben gegangen. Ich habe nur nicht im Erdgeschoss geschaut. Da waren wir definitiv. Okay, dann haben wir doch alles fertig. Dann gehen wir mal in das Haupthaus von denen. Also ist zumindest das größte. Und da haben wir auch noch irgendwas. Ist das eine U-Bahn-Station? Wenn ja, befürchte ich, dass wir da noch mehrere Raider antreffen werden. Denn? Ach, Basketball. Ah, ich verstehe. Kennt man ja so in Deutschland nicht, aber in Amerika gibt es diese Dinger ja. Buchrückgabemaschine. Überfällige Bücher zurückgeben. Ja. Marken ausgeben. Ach so, das war das ja. 10 mm Fusionskern. Nicht genügend Marken. Ah, ich hatte diese U-Bahn Markenmünzen, hatte ich glaube ich abgelegt in unseren Schrank auch. Muss ich dann auch nochmal schauen. Ich hatte nämlich ganz vergessen, wofür die waren. Dafür waren sie also. Hatte ich ganz vergessen. Weil wir hatten ja schon mal so einen Automaten gefunden, das weiß ich noch. Da können wir nichts dran machen. Der Toilette ist auch nicht zu finden. Dann schauen wir uns doch mal oben um. Was wir denn da oben Schönes finden. Ein Billardtisch mit Billardkugeln und Kö. Oh, cool. Schade, dass ich das nicht spielen darf. Ist aber auch kaputt. Das wäre wirklich cool. Also eine Spielhalle war das hier mal. Interessant. Deswegen finde ich das Spiel auch so unheimlich gut, weil das nicht so copy-paste ist, sondern alles ist mehr oder weniger anders. Und das macht es so außergewöhnlich. Ja, Dogmeat hat was gefunden, ich weiß. Wir gehen ja da hinten auf der Seite auch nochmal schauen. Boah, hab ich mich erschrocken. Durch den blöden Anzug. Er ist da unten und bellt. Ja, wir gehen auch wieder nach unten. Was haben wir denn hier? Du hast deine Ausgabe von Leben und Lieben gefunden. Du erhältst dauerhaft plus 1 Glück durch Alkohol, wenn du mit einem Begleiter unterwegs bist. Ja, wir haben eigentlich immer einen Begleiter, aber ich bin nicht so der Freund von
Alkohol in Fallout. Aber mal sehen. Das wär's. Buchrückgabemünzen 16. Cool. Vielleicht können wir uns ja dann doch was holen. Plasmamine, Scharfschützengewehr. Können wir ja dann doch mal schauen. Ja, hier haben wir dann auch soweit alles fertig. Könnten wir mit so wenig überhaupt was machen? Marken ausgeben. 50 kostet das. Genauso wie das kostet auch 50. Nö, dann will ich die eher sparen, weil Stimpak... Also Fusionskern ist das Einzige, was so wirklich cool ist. Genauso wie die Munition. Die Granaten wären vielleicht auch noch gut. 33 habe ich zurzeit, also hatte ich doch noch welche. Aber Bücher zurückgeben. Überfällige Bücher? Oder diese verbrannten Bücher? Sind dafür die verbrannten Bücher gut? Wenn ihr das wisst, könnt ihr das auch ganz gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es so nicht. Ihr Dogme, das hast du gefunden. Wow, Dogme, du bist ein Held. Das habe ich da reingelegt. Mann. Dieser Hund manchmal. 360 können wir tragen. Dann noch so, dann geht das. Gut, wir sind dann soweit mit diesem Ort hier fertig. Wir haben dann nur noch da die U-Bahn oder was auch immer das ist. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge erkunden. Ich werde jetzt noch ein bisschen Zeug verkaufen, Sachen reparieren. Das übliche Geplänkel, das bekommt ihr alles nicht mit. Das mache ich zwischen den Folgen immer, weil das einfach zu zeitintensiv ist. Und wie es dann weitergehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vor allem, was wir da finden werden. Und das sehen wir dann übermorgen. Aber wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und bis dahin, tschüss.